Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Borderlands Pre-Sequel. Sollen ja noch ein paar Aufgaben für die armen Wissenschaftler erledigen. Die sehen aber auch nett aus, die Viecher. So. Das sind aber alles die gleichen. Mr. Tacita, wir haben einen Sektor der Helios zurückerobert. In Kürze erobern wir den Laser zurück und retten Pandora. Weil ich so toll bin. Ihr Tollen. Ich rufe an, um Ihnen zu sagen, dass der Vorstand Ihre Kündigung widerrufen hat. Er was? Steht voll hinter Ihnen. Jawohl, ist mir eine Freude, wieder mit Ihnen zu arbeiten. Arschloch. Trinken Sie ein großes Glas, habe ich doch gleich gesagt, Saft. Und lecken Sie mich da, wo die Sonne nicht hinscheint. Okay, da hinten sind noch welche. Gehen wir doch mal dahin. Okay, sehr schön. Möchtest du mal bitte sterben? Danke. Doch, ich glaube schon. Doch nicht. Aua, aua, aua. Verdammte Explosionsdinger. Ah. Alle Systeme grün. So. Weg. Weg. Geht ja richtig ab hier unten. Aua, aua, aua. Boah, das ging schnell. Los, zurück in den Kampf. Danke. Das habe ich gebraucht. Jupp. Erstmal schießen wir den hier weg. So. Danke. Ja, ich glaube, so ganz reicht es leider nicht mehr aus. Auch etwas zu lange nachgeladen hat. Wollen wir in der Tat. Jetzt wird mit harten Bandagen gekämpft. Gut, der Sergeant wäre weg. Der auch gleich. Mist. Und eine Granate verschwendet. Und weg. Ja, diese Nachladerei ist doch etwas zu langsam. So, auf geht's. So, es hört einfach nicht auf hier drin. Hm, neue Railgun. Ich glaube, die ist auch besser als meine, oder? Ja. Ah, kann ich nicht aufnehmen?
Dann schmeißen wir irgendwas von dem Schrott weg. Nee, nicht tauschen. Ich wollte ihn eigentlich wegschmeißen. So, du für schlechte Zeiten. Und ein... Ja, nur die Ruhe. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Einmal Aquarium ablassen. Tür auf. Holen Sie ihn und schaffen Sie mich hier raus, bevor ich sterbe, verdammt! Ich habe Ihren Teddybären. Bin unterwegs. Gut, ich lasse Sie rein. Nein, halt! Töte Sie erst dieses Ding, sonst sterbe ich. Ich hasse Sie! Okay, dann drauf. Machen wir es gerade so. Wir sind ein Superkämpfer, Mann. Dankeschön. Wie nett. So. Krieg ich meinen Teddybären? Er beruhigt mich. Danke für den Teddy. Ich habe schon viel weniger Angst. Ich lasse sie in das nächste Areal. Dankeschön. Und ein bisschen weniger schreien. Ist gut für den Blutdruck, schätze ich. Aha, Robotics und schon wieder Stalker. Das wären Dr. Longoir und Dr. Torres. Jetzt noch Dr. Grayson, dann können wir die Verteidigung des Lasers deaktivieren. Wozu dient diese Abteilung eigentlich? Diese Forschungsabteilung entwickelt Waffen, Laser-Upgrades, Tarnungstechnologie, alles Mögliche. Die Bösen kriegen immer größere Knarren. Wir müssen ihnen einen Schritt voraus sein. Indem wir selber größere Knarren produzieren. Weil natürlich auch die Frage ist, wer ist hier in dem Fall der Böse? Ein Überfallstalker, aha. Ein Medikit. Nett. Ich auch. Und zack, hier damit. Hier auch bitte. Medikit, das könnt ihr euch in die Venen rammen. So, und? Hallo? Hey, meine Keycard ist mir runtergefallen und ein Stalker hat sie gefressen. Können Sie sie finden und mich hier rausholen? Klar. Sie sind ihnen runtergefallen und ein Stalker hat sie gefressen, Trottel. Hey, ich habe einen Doktor in Iridiumforschung. Nicht den Schlüssel festhalten und bloß nicht fallen lassen. Den Kurs hat mein College nicht angeboten. Ah. Ist ja bei Walking Dead auch so. Speichern, hier können wir gerade nichts dran machen. Ich habe an der Tarntechnologie gearbeitet, die ich für Hyperions Scharfschützen einsetzen will. Stell dir vor, die gehen in Stellung, werden unsichtbar und die Schurken haben keinen Schimmer, was sie getroffen hat. Und die werden sich natürlich denken, es war eine Kugel, weil da auf einmal ein Loch ist, aber jedenfalls wird's cool. Aus der Hüfte. Das kann ich mir vorstellen. Noch mehr? Hallo? Da. Dann erledigen wir mal noch den Stalker. Aua. Wenn er nicht vorhat, uns zu erledigen. Hier kommt der Schmerz. Jawohl, ja, so.
Next one, please. Danke. Das ist das Vieh, das meine Keycard gefressen hat. Töten Sie es! Okay, dann los. Aua. Mach dich bereit. Schmerz, lass nach. Oh Gott, der ist ja riesig. Schmerz ist reine Einbildung. Hast du was gut bei mir? Jetzt wird mit harten Bandagen gekämpft. So, dann kommt doch mal hier die großen, nervigen Tarnviecher. Und Feuer. Meine Keycard, nehmen Sie sie bitte. Gut, und jetzt lassen Sie mich raus. Ich gehe in Jacks Büro, um die Verteidigung der Helios abzuschalten. Alles klar. Hätten wir das dann auch erledigt. Finde ich schön. Hier noch ein bisschen Muni einsammeln. Sieht dann auch nicht mehr so schlecht aus. Hier irgendwas Schönes drin. Noch ein neuer... Oh. Raketenwerfer. Dann tausche ich den mal gegen meinen aus. So. Lebensenergie brauche ich gerade nicht. So, Kollege. Danke für die Hilfe. Ich enttarne den Ausgang. Schön, einfach mal den Ausgang noch getarnt. Ist das ein Tarngerät? Ja, habe ich für Jack aus Stalker-Drüsen gemacht. Soll wie seine Taschenuhr aussehen. Kannst du es ihm geben? Danke. Sehr witzig. Mann, ich habe eben einen leichten Tatterich. Danke, dass Sie es mir reinreiben. Trottel. Gut gemacht. Alle Wissenschaftler sind sicher und wir können dich zum Laser bringen. Wir treffen uns bei Jack. Dann mal los. Haben wir hier noch irgendwas zum Plündern? Nö. Gladstone, warum kontrolliert Sarpedon immer noch das Verteidigungssystem der Helios? Wir haben das Störsignal auf Alpes abgeschaltet. Die Kammerjäger sollten euch eigentlich gar nicht retten müssen, damit ihr die Schilde runterfahren könnt. Nichts für ungut. Sarpedon könnte einen schwächeren Störsender am Körper tragen. Sie könnte auch noch einen Maulwurf auf der Helios haben, wie den Byrith. Oder sie hat das Verteidigungssystem umprogrammiert. Oh, Moment, Moment. Es könnte noch einen Verräter auf der Helios geben? Das ist nur eine Möglichkeit. Ich... Jack? Jack, sind Sie noch dran? So. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das behalte ich. Herzlich willkommen, Kunde. So. Damit haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Und... Ich bin sicher, dass wir das schon bald wiederholen werden. Ja, wir können mal die Folge beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle. Hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.